Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Und auch wenn es so aussieht, als würden wir neu starten, das hat eher den Hintergrund, dass wir dort zerstört wurden. Deswegen gibt es da die Markierung mein Zeug. Dazu müssen wir aber erstmal hier unten wieder hin oder halt von da oben darüber jumpen. So. Was haben wir denn noch an... Okay, es gibt eine Kurvensteuerung. Ich glaube, die ist neu. So, ich wollte aber in mein Inventar. Dafür muss ich... Shift war das. Spielermenü. Die einfache Lieferung habe ich noch offen. Ich wollte ins Inventar. Und die Mission ist fehlgeschlagen, ja, das weiß ich. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeug, okay. Das ist gut. Okay, ist nur die Frage, was habe ich denn noch an Ressourcen? Achso, ich muss natürlich jetzt erstmal wieder das Schiff gründen. USS Enten Scheiß 2. Okay. Und was haben wir denn noch an Ressourcen? Wir haben vor allen Dingen Eisen, aber quasi kein Titan. Das bisschen Titan, was wir haben, würde ich gerne als Generator verwenden. Und als Integritätsfeldgenerator. Oh, aber dafür haben wir nicht genug. Okay. Dann machen wir doch nochmal einen Generator hier hinten dran. Ich sagte Generator. So, ja, die Versicherung habe ich natürlich verpennt abzuschließen. Hat der gerade auch 400 gekostet? Das war Eisenhülle. Generator. 100. Integritätsfeldgenerator. 38. Quasi kein Titan mehr. Aber wenigstens etwas mehr Strom, aber das wird nicht reichen, fürchte ich. So, ein Eisentriebwerk. Einmal Block angleichen. Und hier ein Eisentriebwerk. Dann haben wir jetzt ein bisschen Schub. Dann... brauche ich gerichtete Korrekturdüsen hier und hier, als auch, wie war das denn jetzt noch gleich mit dem Drehen? Verdammt, wie drehte man noch mal im Baummodus? Steuerung, Tastaturbelegung, Steuerung, rotieren mit R. Okay. So und so. Und dann setzen wir hier noch so drauf. Und dann haben wir jetzt erstmal ein Raumschiff, was fliegt. Den möchte ich schießen können. Also das hier hin. Purpeleisen, Purpeleisen, Titanabwrack, Doppelbolter, Maschinengeschützturm. So. Und... Mannschaft. Da kriege ich Bergmänner, bringt mir nichts. Piloten, bringt mir nichts. Security, bringt mir nichts. Unteroffizier, bringt mir nichts. Okay, ich hatte gerade auch irgendwie eine Mission gekriegt. Moment.
Nukle Mission, Mission, keine Mission. Gut. Ich vergesse immer die Steuerung. Nächstes Ziel wäre TAP. Nächster Verbündeter ist G. Korvette, Güterschiff, Siliziummine. Was hast du denn mir anzubieten? Q. Du könntest mir Ingenieure geben und Mechaniker. Das finde ich sehr schön. Du kannst mir sogar Kanoniere und Bergmänner geben. Das finde ich noch besser. Und normale Besatzungsmitglieder hast du auch noch. Das ist gut. Dann fliegen wir dich mal ein. Gut. Ich habe keine Quartiere eingebaut. Eisenquartiere. Eisentriebwerk. Problem gelöst. So, wo ist der Docking Port? Da müsste einer sein. Ja. Wusste ich's doch. So. Na, genug ranfliegen. Und andocken. Q anheuern. Zwei Ingenieure. Zwei Mechaniker, vier Kanoniere, so nur zwei, nein, keine Ahnung, egal. Ich brauche noch einen Unteroffizier. Ab ins P-Menü. So. Q habe ich Ingenieure. Vollständig. Ich kann jetzt echt nur Unteroffiziere anstellen. Nein, ich wollte doch gerade sagen. Jetzt müsste das hier stimmen, dass ich den als Unteroffizier zuweisen kann. Achso, Moment. Gucken wir nochmal eben ins Menü. Ingenieure brauchen wir noch einen. Ich würde nochmal einnehmen, ja. Und Kanoniere haben wir genug. Bergmänner brauchen wir auch noch welche. Also ein Ingenieur. Zwei Bergleute. So. Bauen. Das Triebwerk kommt nochmal weg. Kommen halt noch mehr Quartiere hin. Ich gehe auf Nummer sicher und dann kommt jetzt das Triebwerk dahinter. So. So, das Ding soll uns jetzt nur durch die Gegend transportieren. So. Was sagt das? Mein Schiff ist sehr schwach im Vergleich mit anderen Schiffen. Gehen wir mal ins P-Menü und gucken, was wir denn hier so an Modulen noch zuweisen können. Unbewaffnet. Unbewaffnet. Schild, ja, bringt mir nix. Ja. Ich würde sagen, ich kann jetzt noch drei unbewaffnete Geschütze hinzufügen. Die beiden zum Beispiel und den Doppeleisen hier in die Mitte. Und dann sagt mir mein System, ich brauche noch drei Mann Crew, um die Bergleute versorgen zu können.
Mobile Resource Merchant. Ist mir egal. So. Jetzt habe ich es so richtig schön klein und agil. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also meine normalen Waffen auf 1, die Bergbaudinger auf 2. Kann ich sie nämlich getrennt schalten. Okay. Ich bin aber immer noch sehr schwach. Aber um mehr Geschütze unterzukriegen, bräuchte ich jetzt wieder Karten. Entsprechend bräuchte ich einfach nur mehr Material am Schiff. Gerichtete Korrekturdüsen. Ja. Links, rechts. Oben, unten. Oben, unten. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das zu wenig sind. Für links, rechts. So. Dann fügen wir die zusammen. Und dann sind wir immer noch extrem agil. Und dann bauen wir jetzt Eisen. Grofalanx ist eigentlich noch eine gute Idee. Hier hinter. Dann noch eine. Und dann hätte ich gerne bitte Eisenpanzerung hier, hier und hier. So wie hier, hier. Und hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Okay, so. Jetzt brauchen wir wieder Leute. Die Siliziummine ist schon wieder 5 Kilometer entfernt. Ich war doch gerade noch da. Ich dachte, so weit hätte ich mich nicht von der entfernt. Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Energieproduktion reicht nicht aus. Baumenü. Eisensolarpanel. Block angleichen. So, benötigte Energie ist immer noch höher. Jetzt ist mir das noch ein bisschen knapp. So. Jetzt fügen wir die noch alle zusammen. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr, als wir brauchen. So, sobald wir in den Boost gehen, ist aber vorbei. Okay. Gut, dann fliegen wir das Ding mal an. Mal. Das will ich anstoßen. So, F docken, Q anheuern, anheuern. So. So.
So, dann P-Menü, Systeme, Radarreichweite, unbewaffnet ist für mich irrelevant. Radarreichweite, was für ein Scheiß, ey. Cooldown. So, die zwei habe ich noch an. Nehmen wir uns hier ein bisschen Eisen noch mit. Man weiß ja nie, wofür man es mal braucht. So. Und dann gehen wir noch ins P-Mini. Wenn wir jetzt auch wirklich so aufs Mining gehen, dann unbewaffnet ist noch rein. Und dann gehen wir nochmal in den Baumodus und sagen, hey, guck mal hier. Ein Doppeleisenbergbaugeschützturm, für den ich keine Leute habe. Und jetzt habe ich natürlich wieder voll verkackt, weil unser Strom reicht jetzt nicht mehr aus. Ich glaube, ich habe es gelöst. Jetzt habe ich auch kein Eisen mehr. Jetzt fehlen nur noch die entsprechenden Leute. Um hier ordentlich abbauen zu können. Okay. Dann werden wir uns jetzt damit begnügen müssen, erstmal Titan erstmal wieder zu finden, abzubauen, das Schiff darauf abzugraden, mehr Gedöns zu machen und so weiter. Crew anheuern, zwei Bergleute. Und dann kümmern wir uns um diesen Asteroiden hier vor unserer Nase und werden den abbauen. So, viel kommt da nicht bei rum, aber es ist mehr als genug, um erstmal wieder ein bisschen Eisen zu haben. Jetzt. Nochmal darf uns das jetzt aber in naher Zukunft nicht passieren, dass wir drauf gehen. Oh. Ach ja, ich habe voll verpennt, dass die jetzt Energie brauchen. Ach, scheiße. So, Piraten greifen den Sektor an. Ich kann mich nicht wirklich verteidigen. So, wo haben wir die Piraten denn? Nächsten feindlichen Gegner. Ja, P-Menü. Du gehörst noch mit auf die 2. Ich glaube, der ist schön voll mit Eisen. Dann bauen wir den doch langsam mal ein bisschen ab. Noch machen mir die Piraten hier keinen Ärger. So. Abgebaut. Ja, der nächste ist immer noch weit weg. Dann switchen wir aber jetzt mal wieder auf andere Waffen. Mischen uns mal ein bisschen ein. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Scheiß kriegen, den wir gebrauchen können. Yay, ich mach 4 Schaden. Ich bin jemand, der ist eigentlich lieber immer etwas stärker als benötigt. So, der ist kaputt. Ist da noch nicht mal so was Vernünftiges bei rumgekommen.
Was ist das denn für ein Scheiß hier? Ah, meine Mates hier haben ein bisschen was verloren. Das stört mich aber nicht, das sammle ich trotzdem ein. Okay. Bist gleich mal kaputt? Danke. Die Sachen hier von dem Schiff habe ich jetzt eingesammelt. Da ist das letzte Schiff. Und da schwebt doch Zeug. War irgendein Batterie-Upgrade, glaube ich, gerade. Da schwebt sogar was Grünes. Ich habe gerade Geschütztürme gekriegt. Sehr gut. Was kriegen wir? Das ist ein Modul. Das sind zwei Module. Ein bisschen Titan habe ich gerade gekriegt. In dem Wagen ist Titan drin. Baumodus. Erstmal ins P-Menü. Moment. Systeme. Ich habe doch gerade ein grünes System gekriegt. Alle Geschütztürme plus 1. So. Aber ich habe den Titanabwracklaser. Da. Der muss aus Titan sein, der Block. Shit. Moment, kann ich nicht ein. Vorübergehend Titangerüst. Hier hinsetzen. Hier das Titan-Abwrackgeschütz draufzusetzen. Dann kommt der Eisenbergbaustrahler da weg. Eisenbergbaustrahler einmal nach hier und hier und den Doppeleisenbergbau hier hin und den Doppeleisenbergbau hier hin. So, dann gehen wir jetzt wieder ins P-Menü. Das Doppeleisenbergbau ist natürlich die 2. Doppeleisenbergbau 2, Titanabwrack 3, Bergbau 2, Bergbau 2. So, 1 aus, 3 an. Das ist nur Titan, nee, nur Eisen. Das lohnt sich nicht. Aber das hier lohnt sich. Instant sofort drüber. Okay. Machen wir die Single-Click-Taktik. Weil unsere Energie sonst nicht reicht. Es ist immer noch die komplette Menge Titan drin, ja? Jetzt gleich nicht mehr. Da habe ich gerade ein bisschen Titan gekriegt. Und wieder. Wieder. Sehr schön. Aber immer noch Titan drin. Oh, da kam noch mal ein Geschütz raus. Ein Eisenabwrackgeschützturm, der ist für mich jetzt gerade eher uninteressant. Und was haben wir noch? Das ist ja immer noch Titan drin, danke. Da kam noch mal was. Es ist immer noch Titan drin. Okay. Ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder drüber ist. So. So. Es ist immer noch Titan drin. Ich kann zwar nicht sehen, wo, aber irgendwo ist noch.
Das ist noch immer titanhaltig. Das auch jetzt nicht mehr. Das ist titanhaltig. Es ist nicht mehr viel Titan drin. Ich sehe jetzt auch nicht mehr, nichts mehr, was irgendwie titanhaltig wirkt. Da ist auch noch Titan drin. Okay. Doch nicht. Egal. So, Baumodus, Titangenerator, Block angleichen, Strom, das war wichtig. Jetzt sind wir knapp drüber, über dem, was wir mindestens brauchen. Okay, entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt den Daumen nach unten, schreibt mir gerne Kommentare, lasst noch ein Abo da. Brast es raus. Tschö.